Herzlich willkommen zu Bestform spielt Minecraft Folge 3 und wie man sieht, bin ich nicht allein. Hier schüttelt jemand wie wild den Kopf. Sag mal hallo. Hallo, hallo. Das ist der wunderbare Apex. Apex spielt mit. Apex spielt mit, genau. Ich hab überlegt, ob man die Folge umbenennen sollte in Bestform spielt mit Apex, aber ich dachte mir dann, das ist dann doch ein bisschen zu verfänglich. Okay. Ich glaube, also wir sind jetzt hier direkt bei dem Status am Ende der letzten Folge und ich glaube, wir haben Nacht und wir haben nur ein Bett. Das heißt, ich mache hier kurz mal auf. Mittlerweile ist es hell. Es ist hell. Awesome. Okay. Ja. Was war das denn? Ich hab dich gehauen. Ja, hier. Kriegst gleich zurück. Du hast die Problematik wahrscheinlich schon mitbekommen. Wir sind in einem relativ langweiligen Gebiet hier. Ohne jegliches Essen. Also ich habe zwei Hühner gekillt. Das ist so das Einzige an Essen, das ich so ein bisschen mitbekommen habe. Ja, aber guck doch mal, da hinten ist doch ein riesiger Berg. Das stimmt, den sehe ich auch gerade zum ersten Mal. Und ich glaube, da sollten wir auch gleich hinpilgern. Aber ich sollte Dinge mitnehmen. Zum Beispiel das Bett. Ich baue das mal schnell ab. Und meine Working Bench baue ich auch mal schon ab und nehme die auch mit. Und ich baue hier mal so einen Dreckstift hin. So ein was? Dass wir wiederfinden. Ja, das ist egal. Ich baue hier eh gerade alles ab, was wir hier drin haben. Also im Grunde genommen, dieses Ding müssen wir nicht wiederfinden. Ja, ich habe das trotzdem ganz gerne da markiert, wo ich mal war. Na gut, dann markier mal. Markiere mein Revier. Dann markier es. Ja. So, wo bist du eigentlich? Ich sehe dich gar nicht mehr. Ah, da bist du ja. Okay, wir können mal zu dem Berg laufen, oder? Ja. Lass uns das mal tun. Ich habe zwar kein Holz, sondern nur 7 Erdblöcke, aber... Oh, da liegt Gammelfleisch. Gammelfleisch ist immer gut. Zuckerrohr ist auch gut. Wenn wir das hier so direkt abbauen, wieder anpflanzen? Ja, oder? Ja. Ja, das ist sehr gut. Nur die obersten halt. Ja, die unteren können wir auch abbauen, weil wir wollen ja hier nichts Neues anbauen. Ja, okay, dann nehmen wir sie halt mit. Genau. Oh, da ist schon mal eine Höhle, die sieht vielversprechend aus. Lass uns da mal hin. Oder auch nicht. Okay, so vielversprechend ist das jetzt nicht gerade, aber gut. Ein Schaf. Ja. Kill it with fire. Sollen wir hier hoch? Ja, mit ein bisschen Mühe. Ebne den Weg. Ich komme hinterher. Ja, das ist schön. Diese LAN-Funktion von Minecraft hat uns tatsächlich beschert, dass wir hier zusammen spielen können. Auf der Welt, die ich als Singleplayer angefangen habe. Also insofern, ja. Nicht schlecht. Awesome, awesome. Ja. Guck dir das an. Was? Ah, das sieht ganz anders aus als das, was ich bisher erlebt habe hier in dieser Welt. Also ich muss sagen... Ja, jetzt bin ja auch ich da. Ja, natürlich. Aber ich habe wieder echte Probleme mit dem Chunk-Aufbau. Also bei mir zeigt der hier nur so die Hälfte an. Ja, ich aber auch. Ja, das ist wirklich bitter. Das liegt einfach an deinem Rechner. Der ist wirklich lahm, oder? Der ist nicht so alt. Der ist anderthalb Jahre alt ungefähr. So, aber hier gibt's Kohle. Ja, das ist gut. Ich hab noch ein bisschen Kohle. 14 hab ich noch, also bau die mal ab. Ah, du kannst die gar nicht abbauen, gell? Ja, nee. Hab ich noch... Ah, warte mal. Take my Steinaxt. Yay. Vielleicht sollten wir überlegen, die Welt auf meinen Server zu verlagern. Ja, das wäre vielleicht nicht unbedingt das Schlechteste. Allerdings würde ich sie dann aus der Hand geben. Ja, also wir könnten über Routzugänge verhandeln, muss es nicht. Ja, naja. Ja, aber wäre vielleicht nicht unbedingt die schlechteste Idee. Ist das trivial möglich? So von wegen einfach also, so. Da ist ja schon ein Minecraft-Server vorinstalliert und dann müsste ich nur die Map reinladen. Das heißt, meine Map ist auch nur ein File oder so. Ja, ich glaube schon. Ja, du bist derjenige, der die Entwicklung verfolgt. Ich bin ja völlig ahnungslos. Ich wusste nicht mal, was ein Bonus-Chest ist. Also entweder ist es ein File oder ein Ordner. Bin ich mir jetzt nicht genau sicher. Ich habe schon wieder diesen Lighting-Bug. Aber... Ein Pilz, ich habe Pilz. Ein Pilz!
Waldpilze. Ja, da gleich siehst du Farben. Ich habe zu wenig Fackeln. Warte mal, ich baue mal schnell ein paar Fackeln. So, dass wir auch was sehen. Wo bist du denn schon wieder? Ich bin rausgelaufen. Du bist rausgelaufen. Ja, hier hört es auch relativ schnell auf. Ja, genau. Hier ist ein bisschen Eisen. Das nehme ich noch mit. Ich würde vorschlagen, wir gucken mal auf den großen Berg hier drauf, ob wir uns da irgendwie so ein Häuschen hinzimmern können und vielleicht dann einen Wasserfahrstuhl runterbauen oder so. Ja, so Häuschen fände ich echt nicht schlecht. Also so von wegen mal ein bisschen Heimat finden. Wenn ich um die schlechteste. Also dieser Chunk-Aufbau ist wirklich unter aller Sau. Komm mal hier rüber. Ich komm mal hier rüber. Hab hier nämlich was gesehen. Was hast du gesehen? Wir grenzen hier nämlich an mehrere Biome an. An was? An mehrere Biome. Ach, an mehrere Biome. Guck, wir haben ja nämlich links ein Dschungelbiom, Sumpfbiom. Ja, ich habe auch nicht Large Biomes, habe ich nicht angestellt. Das heißt, ja, das hat es bisher auch noch nie. Ich glaube, das will man auch nicht unbedingt. Nee, das ist auch irgendwie albern. Oh. Was zur Hölle ist hier passiert? Also, ganz ehrlich, dieser Chunk-Aufbau, da muss man was tun. Also entweder ich muss meine CPU übertakten oder sonst irgendwas, aber das geht ja gar nicht klar. Ja, vielleicht, du könntest dein Minecraft einfach mal mit mehr RAM starten. Wie soll ich denn das mit mehr RAM starten? Über Command-Line-Parameter? Und der heißt wie? Müsste ich jetzt auch googeln, aber du kannst auf jeden Fall angeben, wie viel Speicher sich dein Java für Minecraft reservieren soll. Ach so, das ist dann der Perm-Space und so, den man damit angeben kann. Okay. Boah, siehst du auch diese ganze Lava da unten? Ja, ja, es ist ganz grauenvoll. Ich glaube, du siehst auch nur das, was mein Client aufbaut. Also ja. Das ist schon wirklich schlecht. Das geht nicht wirklich an. Also da muss man was tun. Aber, da oben ist ein Creeper. Der steht in der Luft. Wir kommen auf jeden Fall nur schwierig auf diesen Berg hoch, habe ich das Gefühl. Wir sollten, pass auf, ich gehe jetzt mal ein Stück in diese Richtung, dass er zumindest mal versucht, diese Chunks aufzubauen. Das macht er so ganz sporadisch. Boah, ich sterbe vor einem Wald. Du stirbst? Weswegen? Weil ich Hunger habe. Du hast Hunger. Also ich laufe jetzt Richtung Berg. Theoretisch müsste er für dich die Chunks jetzt auch aufgebaut haben. Also Zombie? Ja, Zombies. Come at me, Bro! Nichts zum Verteidigen. Aber wir haben auch bald wieder Nacht, gell? Das ist irgendwie nicht so gut. Ja, wir haben ein Problem, würde ich mal sagen. komm mal zu... Ah, du bist bei mir. Okay, pass auf, wir buddeln uns wahrscheinlich hier so eine Höhle. Ich habe auch keine Fackeln, ich habe auch nichts zum Buddeln. Ich habe alles dabei. Wir are totally covered. Verteidigen wir uns mit der Blume in der Hand. Ja, definitiv. So. Du hast auch keine Wolle gerade da, oder? Um dir ein Bett zu bauen? Nein. Okay, wir sind auf jeden Fall mal relativ sicher. Wie lange nehmen wir eigentlich schon auf? Weiß nicht. Ich vergesse jedes Mal auf die Uhr zu gucken, aber ich habe ja klugerweise... Ich denke mir immer so, diese Let's Player müssen doch auf ihre Uhr gucken können. Ja, ich habe klugerweise ja bei YouTube... die Genehmigung erhalten, länger als 15 Minuten aufzunehmen. Der Preis dafür war meine Handynummer. Ich dachte erst so von wegen, soll ich jetzt Google meine Nummer geben? Dann ist mir eingefallen, dass ich ein Google Nexus Smartphone hier habe. Ja. Dass sie es ohnehin schon haben. Außerdem habe ich auch schon irgendwie bei Google Apps mal was gemacht. Insofern, ja, haben die jetzt meine Mobilfunknummer und dadurch können wir länger aufnehmen.
Aber ich würde sagen, wir machen hier trotzdem mal einen Cut, weil so gefühlt sind wir schon wieder bei ungefähr 10 Minuten. Ja, bestimmt. Und wir sind in einem neuen Quartier in dem Berg, in dem wir auf dem wir eigentlich ein Haus bauen wollen. Ja, ich Oder? glaube, wir Sind wir? müssen uns das nochmal genauer angucken, ob wir das hier wirklich wollen. Aber ich glaube, wir sind in dem Berg, den du vorhin gemeint hast, Ja, oder? wir Ja, sind auf okay. jeden Fall in dem Berg. Okay. Dann würde ich sagen, beenden wir das, bevor es in eine totale Katastrophe ausartet. Und ich sag mal Tschüss. Sagst du auch Tschüss? Tschüss. Ja, dann bis bald, auf bald.